Hallo E-Bike-Tuner, ich möchte euch heute zeigen, wie man den Yamaha PWX Motor aufklappt bzw. öffnet und dann ein Blackpad oder Blackpad Plus einbaut. Zunächst einmal, das ist schwieriger als beim PW Motor, weil hier noch die zwei Schrauben dazukommen, die den Motor stabilisieren müssen. Die sind hier unten und hier oben. Und da man an den hier unten links nicht rankommt, direkt muss man hier zuerst die Kette abnehmen und dann die Kettenblätter abschrauben, damit man dann hier rankommt. So, zunächst einmal nehme ich die Kette ab. So, dann drücke ich auch hier hinten. Dann habe ich einen 5 mm Sechskantschlüssel und mit dem schraube ich hier diese Schrauben ab. Das geht hier ganz leicht, weil ich das vorher schon also aufgeschraubt habe. Dann können Sie das hier runterdrehen und dann mit dem Finger festhalten von hinten und dann komplett rausdrehen und dann hier auch rausdrücken. So, jetzt nehme ich das große einfach mal komplett weg. Und das kleine, das kann man auch hier wegnehmen, rausnehmen, rausziehen. So, oben, unten. Einfach hier dann auf das Pedal legen. So, und jetzt kommen die hier. Die sind auch mit einem 5 mm Sechskantschlüssel. So sieht es aus. Und so. Okay, damit sind wir auf dieser Seite fertig. Jetzt drehe ich das E-Bike um und dann machen wir auf der nächsten Seite weiter. So, jetzt sehen Sie den Motor von der anderen Seite. Jetzt müssen wir hier die Abdeckung abmachen, hier die vier Schrauben. Und zwar 3 mm Sechskantschlüssel. So, okay. Hier sehen Sie das. Das E-Bike Connect Modul. Das Kabel kommt hier runter bis hier in die Abdeckung. So, jetzt lockern wir zuerst diese Schraube hier mit einem 6 mm Sechskantschlüssel. Sie sehen, bei mir geht es ganz leicht. Hier lockern. Hier lockern, beziehungsweise hier komplett rausschrauben. So. Beim PWX-Motor, da geht der, kann man nicht komplett aufklappen, so wie beim PW-Motor. Der geht praktisch nur noch so und dann hält er sich auch. Und das ist ein bisschen blöd zum Einbauen, weil Sie dann natürlich hier wieder die ganzen Kabel verstauen müssen. Und wenn Sie dann hier ganz wenig Platz haben, dann haben Sie meistens ein Problem. Deswegen werde ich das Fahrrad jetzt ein bisschen runterlassen und dann den Motor komplett abnehmen, damit man praktisch die ganzen Kabel sieht. Und dann auch ist es auch leichter, die wieder mit dem Modul zu verstauen und dann wieder alles zuzumachen. So, ich habe das E-Bike jetzt abgesenkt und dann hier einen Karton drunter gestellt, damit ich den Motor dann ablegen kann. Dann schraube ich hier die letzte Schraube ab und halte den Motor fest.
Sie sehen, das ist nicht ganz einfach. Okay. Okay, jetzt kann man den hier einfach ablegen. So. Gut. Jetzt hole ich die ganzen Kabel hier raus. Nicht zu festziehen, ein bisschen wackeln, damit es fast von alleine rauskommt. So. Genau. Jetzt haben wir hier mehr Kabel, aber das ist eigentlich gar nicht so viel mehr als beim PW. Und zwar hauptsächlich sind es diese zwei Stecker, das sind zwei Fünffachstecker, wieder die Dreifachstecker und wieder der Lichtstecker zweifach. Wenn man das jetzt abmacht, und zwar ist es hier so eine Nase, die kann man so hochklappen, kann man das einfach so rausziehen. Das alles gehört zum E-Bike Connect. Wenn man das E-Bike Connect so absteckt und dann ohne Steinschlagschutz fährt, dann bringt das E-Bike auch keine Fehlermeldung. Das heißt, es fährt ganz normal weiter. Also es ist kein Problem. Und theoretisch gehört einfach nur das hier zum Motor selbst. So. So, jetzt habe ich hier das Blackpad-Modul für das PWX, für den PWX-Motor. Jetzt schließe ich das E-Bike Connect wieder an. So, und dann nehme ich so folgendes. Dann nehme ich hier den Stecker, der vom Motor kommt, den schließe ich an mit dem Blackpad. Nicht den, der vom Display kommt. Das wird einfach hier, das Modul wird einfach zwischengeschaltet. Hier gehen dann zwei Kabel ab für die Stromversorgung. Also es greift jetzt nicht in den CAN-Bus ein. Jetzt löse ich hier den Dreifachstecker. Und den Zweifachstecker, dann nehme ich diesen Dummy hier weg. Okay. So, jetzt mache ich das E-Bike an. Okay, es geht an und dann drehe ich am Rad zuerst und schaue, ob auf dem Display eine Geschwindigkeit generiert wird. Ja, das wird sie. Jetzt nehme ich mein Smartphone. So. Und dann öffne ich die Blackpad-App. Ja, ich finde es. Dann verbinde ich mich. Ah, das war jetzt die Demo. So. Okay. Jetzt drücke ich hier noch auf die Lichttastenaktivierung und gucke, ob das mit der Lichttaste dann aktivieren kann. Okay, das passt auch. Alles klar, dann passt es. So, jetzt das gleiche nochmal mit dem Blackpad Plus. Also auch hier wieder einstecken. Fünffachstecker. Dann die Dreifachstecker. So, und der Lichtstecker bleibt natürlich frei in diesem beim Blackpad Plus. So, jetzt mache ich das E-Bike an. Drehe am Rad. Guck, ob da eine Geschwindigkeit generiert wird. Ja, passt. Jetzt mache ich das iPhone an. Und ich sehe, das wird gefunden. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jetzt mache ich hier mal die Walk-Taste zweimal zum Aktivieren. Drücke zweimal die Walk-Taste und ist aktiviert. Okay. So, jetzt kommen wir zum ekligen Teil. Jetzt müssen wir nämlich das Blackpad-Modul und die ganzen Kabel hier, den ganzen Kabelsalat hier wieder reinstecken in den Rahmen. Und dann den Motor wieder anheben und dann wieder zuklappen. Und zwar mache ich das jetzt mal so, dass Sie das so sehen, wie Sie es wahrscheinlich auch machen werden. Zunächst einmal
versuchen wir, die E-Bike-Connect-Kabel reinzustecken, weil die sind hier am längsten. So, das fasse ich mal hier so zusammen. Und versuche es so tief wie möglich hier in den Rahmen zu schieben. Das geht eigentlich recht einfach. So. Jetzt nehme ich hier, jetzt löse ich das und mache es außen hin, ganz außen, das Dreifachkabel. So. Jetzt nehme ich das Tuning-Modul und stecke es rein. Und danach die anderen grauen Stecker. So. Also Sie müssen sich da wirklich Zeit nehmen, um das ordentlich zu machen. Ich weiß, man ist gierig und will sofort alles haben und anschließend losfahren, aber man muss hier einfach sich die Zeit nehmen. So ist es okay. Hauptsache, Spielsensorkabel muss natürlich locker sein. Und jetzt hebe ich mal den Motor an und versuche mal hier wieder reinzustecken. So. Wenn Sie einen zweiten Helfer haben, das wäre natürlich extrem praktisch. So. Jetzt fixiere ich mal den Motor. So. Jetzt lasse ich den mal ein bisschen hier so runterhängen, damit ich den Rest machen kann. So, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ziemlich Glück gehabt, glaube ich. Jetzt stecke ich mal das rein. Und dann müsste der eigentlich ganz locker reingehen. Jo. Also ich habe jetzt wirklich Dusel gehabt. Ich mache das jetzt auch nicht. Ich habe das jetzt auch nicht 10.000 Mal gemacht. Jetzt muss ich hier die Schraube. Genau, so jetzt. Nämlich hier klappt es zu. Ich darf jetzt ohne Druck, also ich mache das jetzt nicht wirklich mit Kraft. Aber, ne, passt nicht ganz. Vielleicht lockern wir hier hinten die Schraube. Vielleicht passt es jetzt besser. Ja, passt, okay. Hochdrücken, reinschrauben. Okay, so jetzt müssten Sie das jetzt festziehen mit 22 Newtonmeter, am besten mit einem Drehmomentschlüssel. Aber ich habe wahrscheinlich haben Sie gar keinen, höchstwahrscheinlich. Machen Sie es einfach fest. Nach Gefühl. Wenn es dann irgendwie Geräusche macht, der Motor, wenn Sie drauf steigen, also wenn es hier irgendwie knarzt oder so, dann müssen Sie nochmal festziehen. So, jetzt haben wir das fertig. So, jetzt schraube ich diese Schrauben wieder rein. Bisschen anheben. Ja, das geht nicht gut. Jo, hier ohne Probleme.
Nee, also hier läuft es gerade nicht sehr gut. Okay, man braucht ein bisschen mehr Kraft. So, 11 Newtonmeter, auch nach Gefühl. Ich würde es jetzt aber auch nicht übertreiben. Solche Schrauben kann man leicht kaputt machen. Okay. So, jetzt. So, jetzt müssen wir die Kettenblätter wieder dran machen. Dann das große. So, jetzt wird die Kette wahrscheinlich leicht stören, so wie bei mir. So, ja gut, okay, das passt. Und jetzt schraube ich nämlich von unten. Ich habe jetzt die Abdeckung noch nicht festgemacht, den Steinschlagschutz. Und jetzt nehme ich das von hier, zentriere das und schiebe die große rein, also den weiblichen Part. Der männliche Part kommt hier rein. Und dann mit den 5 mm. So, jetzt ziehe ich die Kette drauf. Sie sehen, hier gibt es ein Problem. Aber das können wir jetzt so lösen. Okay. So, jetzt den Steinschlagschutz wieder rauf. Vorsicht, dass Sie hier das Kabel nicht einklemmen. So. So, das war's jetzt. Das Fahrrad ist jetzt fahrbereit und vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.